So, wunderschönen Freitagabend. Das sieht doch nochmal nach einem schönen Start in die reguläre Börsenwochenendzeit aus. Wir haben jetzt heute über den Tag verteilt eine schöne Korrektur bekommen, die zumindest wieder ein bisschen Hoffnung gibt, dass wir hier einen kleinen Turnaround bekommen. Die 56.000, der angesprochene Bereich hier unten an diesem Schatten, hat gehalten und es hat auf struktureller Ebene, auf kleinerer Zeiteinheit, ein sehr, sehr schönes Muster hier auch stattgefunden. Wir haben einmal diesen dynamischen Widerstand hier gebrochen. Das war der dynamische Widerstand, der letztendlich die Hand über diese Abwärtsbewegung gehalten hat und immer wieder neue Verkaufskraft auch reingebracht hat, die dann hier in diesem Volumen-Spike gegipfelt ist und letztendlich ordentlich für Abverkauf gesorgt hat. Wir sind weiterhin unter den gleitenden Durchschnitten gewesen, hier den Tiefpunkt markiert bei den, ja, es waren fast 55.600 Dollar, dann hier ein höheres Tief gebildet, starker Impuls nach oben, dann letztendlich den ersten dynamischen Widerstand gebrochen und das war dieser hier, das war der erste und der aktuellste dynamische Widerstand, der hier gebrochen wurde. Dann kam der Retest der Liquiditäts-Area ungefähr auf dieser Höhe, das heißt sehr, sehr schön, sehr sauber mit einer Wick auf das vorherige Hoch quasi der Mikrostruktur aufgesetzt und das hat einen sehr, sehr schönen, ich sag mal, einen sehr, sehr schönen Duplex-Punkt gebildet, nämlich diesen hier. Dieser Punkt war dann der Auslöser für ein höheres Tief, wodurch die nächste Strukturebene, der nächste dynamische Widerstand hier gebrochen werden konnte. Was bedeutet, wir haben aus der Mikrostruktur jetzt eine Metastruktur geformt. Und die Metastruktur ist jetzt erstmals seit etwas längerer Zeit, seit hier oben oberhalb der 64.000 Dollar, wieder aktiv. Das bedeutet, wir haben jetzt zumindest erstmal wieder ein bisschen Hoffnung, dass Bitcoin sich hier zumindest oberhalb der 57.000 Dollar langsam stabilisieren könnte. Jetzt haben wir nämlich hier einen neuen dynamischen Widerstand gebildet bekommen und der ist letztendlich jetzt das Maß aller Dinge, wenn wir uns das mal ansehen. Wir müssten potenziell irgendwo hier in dem Bereich eine Rejection bekommen bei den 57.000 Dollar, am besten mit einer Wick hier unten, um die Liquidität abzugreifen und sollten höher schließen als dieses Tief hier. Das ist das höhere Tief, was der Markt gebildet hat. Wenn wir uns das mal ein bisschen größer machen, ich zeige das mal systematisch. Das hier war das erste Tief. Das hier war das erste Tief. Wir beziehen uns immer auf die Schlusskurse, weil das das Ergebnis der Price Action ist. Dann haben wir hier das nächste höhere Tief und dann haben wir jetzt hier das nächste höhere Tief gebildet bekommen. Das heißt, wir sehen hier, hat sich Liquidität angesammelt, deutlich Rejection von oben bekommen in dem Bereich. Und wir sollten damit rechnen, dass diese Liquidität nochmal abgegriffen wird. Das heißt, ein Retest in diesem Bereich 57.500 Dollar mehr als denkbar und dann wird es spannend, kann Bitcoin das verteidigen. Hier der dynamische Widerstand, im Idealfall irgendwo hier um die 57.200, 57.300 Dollar in höheres Tief, dann sieht das Ganze wieder relativ gut aus. Dann haben wir hier die Dreifaltigkeit durchbrochen, haben hier letztendlich die Strukturen nach und nach einmal rausgesägt und können dann potenziell mit diesem langsamen Strukturwechsel wieder hochkommen und der nächste Anhaltspunkt wäre dann wieder sogar die 60.000. Die 60.000, da haben wir hier unseren dynamischen Widerstand. Wir erwarten, dass wir dann auch um die 60.300 Dollar hier wieder diesen Retest bekommen und dann erstmal sogar mit Rejection wieder rechnen müssen. Klar, der Markt kommt von weit unten, das heißt, da finden dann auch wieder neue Gewinnmitnahmen statt und so weiter und so fort. Bis dahin ist aber natürlich noch viel Platz. Eng wird es, wenn wir hier wieder unseren dynamischen Unterstützungsbereich brechen. Wenn wir die richtig brechen, diese aktuellste, steilste, die kann gebrochen werden, ganz klar. Das sind jetzt die Trendhändler, die potenziell dann schnell ihre Gewinne auch mitnehmen. Das hier ist ein statischer Bereich, der muss ein bisschen Volumen reinbringen. Und wenn das hält, dann sieht das gut aus. Wenn das nicht hält, nehmen wir mal das Negativszenario an, dann werden wir potenziell sehen, dass der Markt sich hier wieder akkumuliert und wenn wir da wieder nicht quasi weiterkommen, dann könnten wir mit dem kleinen Spike nach oben hier einen neuen Abwärtsimpuls bekommen, dadurch diese gesamten Unterstützungen, die wir hier gebildet haben, brechen und dann könnte es weitergehen. Das heißt also, die Szenarien, die sind jetzt relativ deutlich vorhersehbar. Entweder es passiert sowas, ja, das ist das bullische Szenario oder das bearische Szenario ist, sowas passiert und dann kriegen wir potenziell eine kleine Akkumulation, testen nochmal diesen Liquiditätsbereich hier an. Wir sehen die Docht und Schatten, die in diesem Bereich sehr, sehr schön miteinander diese, Überlappungsfläche quasi bilden und dann könnten wir mit dem typischen Muster, das wir kennen, Impuls nach unten, Akkumulation in einer Art
Flagge nach oben, höheres hoch und dann zack weiter nach unten, könnten wir uns sowas hier letztendlich vorstellen. Und dann wäre letztendlich die nächste große Haltestelle bei den 51.000 Dollar. Darüber haben wir häufiger gesprochen. Jetzt erstmal sieht es zum Freitagabend hin recht freundlich aus, sollten wir aber noch nicht allzu viel drauf geben, sondern das wäre jetzt erst der erste Befreiungsschlag, der aus diesen dynamischen Widerständen erfolgt ist. Sowas haben wir auch hier gesehen. Der erste dynamische Befreiungsschlag ist geschehen. Dann kommt es darauf an, kann der Markt ein höheres Tief bilden und kann der Markt dieses Tief verteidigen. Ja, auch hier haben wir gesehen, das höhere Tief hat dazu geführt, dass nur das Hoch abgefaked wurde, bevor es dann nochmal deutlich nach unten gegangen ist. Ansonsten nach, ich sag mal hier, haben wir die Möglichkeit natürlich auch so eine Art Elliott-Wellenformation zu erkennen. Und da kann natürlich die ABC-Welle jetzt letztendlich dann auch stattfinden. Und die hat dann als erstes Ziel auf jeden Fall erstmal die 60.000er Marke an diesem dynamischen Widerstand, dass wir die ABC-Korrektur, die wir erwarten könnten. Und wenn wir dann sogar noch darüber brechen, dann kriegen wir einen neuen Count, nämlich dann ist das hier Welle 1. So, dann ist das Welle 1, Welle 2 und das werden wir dann sehen. Aber das ist jetzt sehr, sehr viel Hätte-Hätte-Fahrradkette. Die Szenarien sind jetzt erstmal relativ klar, relativ deutlich. Darauf schauen wir jetzt quasi genauer. Wir wollen sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Start in diesen Freitagabend, einen guten Start in den Samstagmorgen. Wir hören uns dann morgen früh wieder und ja, bleib diszipliniert, bleib geduldig. Und eine Sache, ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank für den Support hier. Wir sind fast bei 5.000 Abonnenten. Hätte ich niemals erwartet. Der Kampf auf YouTube hier, ganz am Anfang wirklich 3 Aufrufe, 4 Aufrufe gehabt. Ich dachte, das wird nie was. Und ja, jetzt seit Monaten fast täglich 2 Videos. Und die Videos sind eine Sache, auch die Likes und die Abos sind eine andere Sache. Aber ich finde es halt geil, dass diese Dinger hier ankommen, weil es gibt hier keine Werbung, es gibt hier keine Affiliate-Links, es gibt hier keine, komm doch in mein Coaching oder in meine Signalgruppe. Das sind reine Videos, wo ich mich hinsetze und dir halt Informationen weitergeben möchte. Natürlich dumme Kommentare bekomme, nette Kommentare bekomme und trotzdem hier jeden Tag oder nahezu jeden Tag entsprechend an der Tür hier klingeln. Und ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich das von Herzen mache und dass das, was du hier machst an Support, entsprechend auch deswegen genau richtig ankommt. Vielen Dank für den Support. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.